Hallo ihr Lieben, ich mache jetzt gleich eine Kambo. Was das ist Froschgift. Das wird mit kleinen Brandwunden auf diese Narben aufgetragen, wirkt im ganzen Körper, reinigt extrem. Und ich bin gespannt. Ich werde jetzt nochmal den Rio, den lieben Schamanen, dazu ein bisschen filmen und fragen, was er dazu erzählen hat. Ich glaube, das ist am besten, bevor ich das erzähle, weil er ist der Profi. Und ich wollte jetzt einfach mal kurz davor mich filmen. Ich habe jetzt im Zelt hier gepennt und es war sehr warm. Ich bin noch ein bisschen blub. Aber ich bin gespannt. Bin auch ein bisschen nervös. Aber es wird bestimmt gut. Und danach filme ich dann nochmal und erzähle dazu, wie meine eigene Erfahrung dazu war. Weil ich das immer ganz wichtig finde, wenn man dazu recherchieren will, dass es jemanden gibt, der dazu was erzählt oder so. In diesem Sinne, bis gleich. Kambo kommt aus dem Amazonas-Regenwald. Ist ein Frosch, der ganz oben in den Bäumen lebt, der größte Laubfrosch der Erde. Grün und hat auch gelbe und graue Punkte. Und eigentlich zweifärbig, der Bauch ist gelb, der Rücken ist grün und heißt im Lateinischen Phylo Medusa Bicolor. Und die zweifärbige leuchtende Medusa. Und dieser Frosch sendet ein Sekret ab, wenn ihm etwas nicht gefällt. Und die Ureinwohner schaben das Sekret von dem Frosch ab und verwenden es dann in Zeremonien, wenn sie sich auf die Jagd vorbereiten oder sich von Krankheiten befreien wollen. Oder wenn Frauen Fruchtbarkeit erbitten wollen, dann verwenden sie auch Kambo. Also das Kambo wird dann auf die Haut aufgetragen, auf eine ganz spezielle Weise. Wenn das dann auf der Haut drauf ist, geht das durch so kleine Punkte, die man vorher, wo man vorher die oberste Hautschicht wegbrennt, durch und dann wird einem warm und man beginnt sich zu entgiften, man hustet vielleicht, schwitzt vielleicht, übergibt sich vielleicht, es ist ziemlich wahrscheinlich und auch man entleert den Darm, wenn was drin ist und ja, das dauert ca. 15 Minuten. In diesen 15 Minuten geht es demjenigen, der das durchmacht, entweder schlecht oder sehr schlecht. Und nach den 15 Minuten der Reinigung, also wir können vielleicht da reinschauen, also vorher trinkt derjenige Wasser und dann kommt etwas Grün-Gelbes, öfters ist es manchmal auch braun. Wenn man das runternimmt, 10 Minuten später fühlt sich die Person dann wieder wunderbar und die Wirkung hält über längere Zeit an und man könnte sagen, es ist antidepressiv, es ist immunstärkend, es bringt Glück ins Leben und wenn man auf der Jagd nach etwas ist, wird man zum besseren Jäger und bekommt vielleicht, was man sich erwünscht. Wow! Ihr habt ja gerade den lieben Schamanen Rio gehört, was die Kambo ist, wo sie herkommt, für was sie verwendet wird. Schon auch krass. Also es ist nichts irgendwie, wo man mal sagt, ja, das macht man mal so nebenbei. Nee, das ist schon, das hat schon in sich. Also dieses Gift und dieser Spirit von dem Frosch, der übrigens ja keine natürlichen Feinde hat, der ist schon sehr massiv. Er ist nicht irgendwie, dass er dich total überkommt und brsch, sondern das werden ja eben diese kleineren, sieht man ja hier vielleicht, es werden diese kleinen Löcher in die oberste Hautschicht gebrannt und dann wird es geschabt auf so einem kleinen Holz, da wo das Gift draufgetrocknet ist und dann wird es geschabt mit ein bisschen Wasser und dann kommen so kleine Dosen da drauf und fängt mit einer an, bei mir war es jetzt so und dann habe ich gemerkt, aha, okay, es geht so in den Kopf, die Ohren, die fangen an zu pochen, es geht ein bisschen zu, man spürt hier so hinter die Augen, man spürt das Herz, du, 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 du. Bei mir war es dann auch so, dass ich meine Hände haben dann gebitzelt, so nach dem dritten, was er draufgelegt hat. Ja, und es wird dann immer intensiver und irgendwann spürt man auch den Magen so, dass der Magen sich so, irgendwann wird es ein bisschen schwindelig, man fühlt sich, ja, schon irgendwie so, wie wenn man Fieber hätte oder so, so richtig starkes Fieber und man spürt auch seine Glieder, man spürt seinen Magen und so eben. Ja, und ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich gekotzt habe, ich kotze nicht so schnell.
Aber dann, nachdem er mir die letzte Dosis, da hat er nochmal richtig ordentlich rein, homöopathische Dosis, meinte er. Also ich glaube, ich habe 8 Punkte. Also ich habe jetzt hier 6 Punkte, aber er hat eigentlich 8 angedacht. Und er meinte so, mit der letzten Dosis haben wir eigentlich alle Punkte drin. Ja, und dann ging es los, dann war es richtig, wuff, wow. Also dann kam das wie eine Fontäne und man fühlt sich, aber dann hat es gleich weg und dann fühlt man sich 2-3 Minuten danach schon viel besser gleich. Also ich fühle mich auch jetzt sehr gut. Ich spüre, dass ich noch ein bisschen bedudelt bin, so. Aber ich fühle mich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt geduscht noch. Da hatte ich total das Bedürfnis danach zu duschen. Ich spüre, mein Gesicht ist ein bisschen so, weiß nicht, anders. Fühlt sich anders an. Aber ich fühle mich gerade einfach sehr gesund, so. Echt interessant. Ja, war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Einblick geben darin, was ist eine Kambo, was hat es damit auf sich, vielleicht auch den Vorher-Nachher-Vergleich. Vielleicht konntet ihr sehen, dass da irgendwas passiert. Ja, und ich wünsche euch einfach ganz viel schöne Dinge noch, jetzt nachdem ihr das Video geschaut habt. Bleibt friedlich und gesund. Aho.